Also gezeigt hat sich das schon irgendwie mit 3-4, da habe ich dann einen Töpfer rausgeholt, habe dann darauf rumgekloppt. Aber so richtig bewusst Musik machen erst später mit 14, 15, 16 so. Da habe ich dann angefangen, auch die Leute kennenzulernen und zu produzieren am PC und hin und her. Da ist das Ganze auch dann übergegangen zum Singen. Ja. Ein bisschen weg vom Schlagzeug, obwohl ich das immer noch nebenher gemacht habe, aber mehr zum Singen und zum Produzieren. Ist das das, was du willst? Oh, ich greif nach dir. Ja, meine Eltern, beide Sänger. Ja. Mein Vater auch Percussionist. Und ja, mit meinem Vater habe ich eigentlich immer auf dem Schulweg, ja, Harmonien geübt und sowas im Auto und haben dann immer viel gesungen. Aber ich habe auch mit denen ein paar Live-Auftritte mitgemacht, also als sie noch zusammengespielt haben in der Band. Und, ja, haben mich schon ziemlich geprägt. Ja, also durch meine Eltern habe ich halt auch ein breites Spektrum an Musik mitbekommen. Und da zieht sich eigentlich... Das zieht sich eigentlich von Soul über Klassik bis Hardrock bis Progressive alles durch. Und ja, jetzt um mal ein paar Namen zu nennen. Was habe ich gehört? Guns N' Roses, Music Soul Child, Imogen Heap, aber auch Metallica oder auch, ja, also was im Moment draußen ist, höre ich auch, aber. Ist schon, also es zieht sich bei mir eigentlich durchweg. Ja, es ist so, jetzt ich fixiere mich da nicht jetzt. Wenn es gut ist, dann ist es gut und dann höre ich es. Ja, das Lied ist entstanden, also es gab schon eine Skizze und ja, da hat man sich einfach gedacht, hey, das würde sich anbieten und man hat dann einfach angefragt und es hat glücklicherweise geklappt. Ja, ja, und dann hat man angefragt und es hat geklappt, wie gesagt. Und es war eigentlich, ja, es ging ziemlich schnell rum, der Tag, ja, weil ich meine, man ist es nicht gewohnt, mit Xavier Naidoo im Studio zu sitzen und einen Song aufzunehmen. Aber es war cool, es war locker und er war cool drauf und wir haben ein bisschen geschnattert und ja, allem allen war es cool. Ich merke, wie es mich langsam Also jetzt gerade bei Regen war es so, da ging es um meine Ex-Freundin und ja klar, das war Inspiration, seitdem war auch ja, beziehungstechnisch eher mau, aber wer weiß, was jetzt die Zukunft bringt. Ich habe mich erstmal auf die Arbeit konzentriert, also auf die Musik und habe das erstmal, ja, hab mich darauf konzentriert, das war gut. Ja, naja, ich bin mit der deutschen Sprache groß geworden und ja, da fühlt man sich dann halt wohler, wenn man jetzt auch selber schreibt. Ja, also es ist immer ein bisschen schwierig, sich da jetzt Englisch, das ist einfach schwierig, ja, wenn man sich damit groß geworden ist und das umgangssprachlich irgendwie beherrscht. Ja, aber Deutsch einfach. Ja. Also beim Album Wunder war es so, es gab Skizzen, ja. Wobei ich dann irgendwann gesagt habe, lass uns noch mal ein bisschen was reinbringen, ja? Also lass uns noch mal was Neues machen und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe halt verschiedene Sachen ausprobiert, so, ja, um so einen gewissen Sound auch für mich zu finden und habe mich dann einfach ausgetobt, ja? Und ja, nach und nach sind dann halt die Tracks alle miteinander fertig geworden und so hatten wir dann das Album. Im Moment ja, gibt es aus dem Freundeskreis ein paar Leute, die ich noch mitproduziere, unter anderem auch Jasmina. Und ist auch sehr, sehr poplastig und ja, macht Spaß. Ist immer unterschiedlich. Also Komponieren von einem Beat, das kann durch ein Sample entstehen, dann baut sich das Ganze auf oder durch eine kleine Klaviermelodie oder man hat schon total die Vorstellung von einem Song. Und also ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass ich da immer gleich oder nach einem gleichen Schema vorgehe, sondern einfach drauf losmache. Ja. Und es kommt entweder was raus oder es kommt nichts mehr raus. Man verwirft es einfach wieder. Aber, ja, mit irgendwas anfangen. Du schreist mit Tränen in den Augen.